Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play History mit mir, dem Jan, und zu Unity of Command 2. Ja, immer noch in Nordfrankreich. Von Paris aus stoßen wir vor Richtung Antwerpen. Ein sehr, sehr wichtiger Hafen. Vielleicht können wir auch die Scheldemündung befreien, wer weiß es. Und Lüttich und Luxemburg sollen wir nehmen als Ausgangspunkt für unsere Invasion ins Deutsche Reich, in den Ruhrpott, den wir hier schon sehen können. Gut, es gibt ein paar Dinge, die wir jetzt tun müssen, akut tun müssen. Und zwar ist das hier Brücken sichern und das Versorgungsnetzwerk hier herstellen. Wir haben die Panzergrenadiere wieder gefunden, sie stehen vor Mézières. Oh nee, warte mal, wir bleiben da, um die Brücke zu halten. Euch schicken wir hier rüber, um die Brücke zu holen. Das hat ebenfalls geklappt. Dahin. Oder kann der auch in die Stadt? Ja. Dann muss die Einheit jetzt hier rüber ziehen. Hervorragend. Das hat auch gut funktioniert. Die Infanterie hierher. Ja, die beiden Brücken, ne? Können wir die halten? Das ist die Frage. Feinde hinter dieser Stadt entdeckt. Trotzdem werde ich die hier rüber beordern. Das ist wichtiger. So. Lass uns die mal aus dem Kampf rausnehmen. Das hat auch gut geklappt. 2-1. Ziehen sich zurück. Die können leider nicht weiter. Schade. Können wir hier Gefangene nehmen und dann mit der Division nochmal angreifen. Der kanadischen Tank Division. Problem ist, wir kommen nicht bis Amiens. Hier ist die Brücke, ja. Ja, es geht, es geht. Und, ach so, jetzt weiß ich auch, warum sie hier das freigegeben haben, weil ja hier die Brücke zerstört ist und wir da ohnehin nicht reinkommen. Na, dann wollen wir aber mal die Einheiten hier im Rückfeld überrennen. Das gelingt der 50. Division ganz gut. Die hat ja auch Elite-Status. Ah, und die kommen nicht rein nach Rouen, weil die da das Hauptquartier drin sitzt. Naja. Schade drum. Können aber mal reparieren. So, ihr könnt über die Pionierbrücke 1-1. Versucht doch mal, die Einheit hier in Le Havre zu unterdrücken. Bleibt bei 1-1. Hier rüber zur Brücke. Ah, ihr könnt da drüber nicht angreifen. Ja, schon klar. Komm, riskier das mal. Schade. Hätte besser laufen können. Kommen die hier irgendwie weg? Nee. Kommen sie nicht. So, wir kriegen noch die dritte britische. Oh je, die ist aber auch schwach auf der Brust. Werden wir mal ruhig 3 Punkte reingeben. Und dann müssen wir mal gucken. Wir haben einen LKW. Ich denke, den müssen wir jetzt hier platzieren. Und hier können wir welche rausnehmen. Ah.
brauchen halt hier auch welche, ne? Ah, wir lassen sie erstmal drin. Na gut. So, die konnten leider nicht weiter. Die auch nicht. Ja. Es sieht halbwegs gut aus. Wir haben noch die taktischen. Die können wir mal. Schade, dass wir nicht direkt nochmal nachsetzen können. Gut, aber dann haben wir alle Einheiten bewegt. Brauche ich nochmal hier Notversorgung verteilen. Die Panzer ruhig auch. Ja. Die sind ja doch relativ wichtig. Was mit dem US-Hauptquartier? Hier ist Notversorgung momentan nicht möglich. Doch. Ich wollte gerade sagen, hä? Sieht ja komisch aus. Die sitzen auf der Trasse. Die sollten eigentlich nächste Runde Nachschub haben. Dann geben wir denen das mal vielleicht. Gut. Was macht der Feind? Gegenangriff, ja. Er schneidet uns hier ab. Das hat er gut gemacht. Und dann hat er gleich die Gelegenheit genutzt, die Brücken zu zerstören, auch wenn das bedeutet, dass die eigene Einheit abgeschnitten ist. Die KI ist echt geschickt, was das angeht. Das gefällt mir echt ganz gut. So, hier können wir Rouen überrennen und Versorgung für unsere Einheiten damit herstellen, was großartig ist. Wie sieht es hier drüben aus? Le Havre. Ja, Pioniere und Panzer. Versucht doch mal was. Ja, schick. Kommt aber nicht da rein, aufgrund des Hauptquartiers. Aber die haben sich noch nicht bewegt. Wunderbar. Die Airborns nehmen es ein. Ja, Dieppe ist eine Einheit. Wer hätte es gedacht? Oh ja, die Brücke hier, super, dass wir die noch kriegen, bevor sie zerstört wird. Dann wollen wir mal weitermachen. Kurz gucken. Jetzt können wir das auf jeden Fall hier abbauen. Ja, das ist egal hier oben, das ist okay. Dann haben wir wieder zwei nächste Runde zur Verfügung. Gut. Das hat er sehr geschickt gemacht. Jetzt sind nämlich all diese Einheiten hier vom Nachschub abgeschnitten. Und das verzögert uns natürlich allgemein. Guter Luftangriff an der Stelle. Und die Comet Command Group mal zurück. Ah, hat trotzdem einen Punkt gekostet. Schade. So, bitte, warte mal, kann auch das andere, wo ist das britische Hauptquartier hier? Könnt ihr das da auch reparieren? Nee, leider nicht. Leider nein, das heißt, das müssen die Amerikaner selber machen. Ja, erstmal nur eine und dann Notversorgung für die Gruppe hier. Könnte bis da unten durch. Wir rotieren mal ein bisschen. Und versuchen hier diese Brücken intakt zu übernehmen. Eigentlich würde ich lieber hier runter und die Brücke holen.
Aber hier fließt halt kein Nachschub durch, ne? Der Nachschub würde erst hier oben rumkommen. Egal, wir machen es trotzdem. Wir machen das trotzdem. Und werden das US-Hauptquartier schon mal hier hinlaufen. Hier sehen wir einen Panzerriegel. Lass uns mal die Brücke übernehmen. Hier, das war glaube ich die Panzerlehrdivision. Zwei Panzerdivisionen rausgenommen und wir könnten theoretisch nochmal angreifen. Haben aber kein Ziel mehr. Oh, das läuft ganz gut jetzt. Wow. Dann geht ihr doch mal nach Amiel. Genau, dann könnt ihr nämlich die Truppe mitversorgen. Dann weiter. Hier rüber. Das muss alles ganz, ganz schnell gehen hier. Deswegen gehen wir einfach immer weiter, immer weiter. Konnten die sich noch bewegen? Nein. So, ein Luftangriff steht uns noch zur Verfügung. Den setzen wir gleich immer ein. Das einzige Ziel, das wir sehen, immerhin ein Punkt unterdrückt. Das ist okay. Hier sind gepanzerte Einheiten. Panzergrenadiere und Panzer vermutlich. Hier, ja, mal schauen, ob uns da irgendwas gelingt. Wenn wir schnell genug sind, können wir sie vielleicht hier abschneiden. Der Nachschub kommt nämlich hier rein, von Koblenz rüber. Wie sieht es bei uns denn jetzt aus? Ja, also hier vorne, die Einheiten brauchen dringend die Brücke. Die brauchen dringend Nachschub, wollte ich sagen, und dann die Brücke wird aber noch nicht repariert, ne? Dann brauchen wir hier oben den Durchgang. Hätten wir vielleicht mal drauf achten sollen? Naja, gut. Aber andererseits müssen wir auch so schnell wie möglich vorwärts kommen. Deswegen hilft ja nichts, ne? Ein bisschen Risiko ist dabei. So, gucken wir mal. Kommen wir noch in den Gegenangriff rein, oder? Ne, die ziehen weiter ab. Zerstören die Brücke vor Boulogne und zwischen Lille und Mons. Okay. Oh je, die brauchen dringend eine Notversorgung. Und damit sind die Punkte schon weg. Ach, weil wir einen Nachzügler aufgenommen haben, ne? Oh no. Wir kommen wieder nicht dazu, die zu reparieren. Verdammte Axt. So, britisches Hauptquartier kommt hier mit her. Die Einheiten sind versorgt. Das ist überraschend und gut zugleich. Ja, bei Namur sind Feinde. Sind auch welche in Mons? Nee. Sind keine in Mons. Gehen wir mal da rein, um die Trasse aufrecht zu erhalten. Nicht, dass hier noch ein Gegenangriff oder sowas kommt. Die Trasse hier zu verknüpfen. Ja, wir müssen eigentlich mit da runter. So, die haben keine Punkte, die haben wir verlegt. Oh, das ist echt ein Problem mit der Brücke. Das heißt, wir müssen jetzt hier die Verbindung herstellen und zwar zügig. Das klappt auch. Und dann müssen wir hier die Brücke reparieren. Kommen die dahin? Ja. Okay, das ist wichtig, die Brücke nach Boulogne. Und bevor wir das Hauptquartier verlegen,
würde ich ganz gerne 1, 1, 2. Ach so, die gehören zum britischen. Auch 1-1. Aber wir müssen eigentlich schneller hier rüber. Entsprechend lassen wir nur wenige Einheiten hier zurück. Ja, ich greife jetzt da mal an. Einfach um die auch hier auszuschalten und die Einheiten freizukriegen. Ne? Das ist ja kein Ziel, Tieppe, deswegen. Feindaufklärung. Hübsch. Und die Airborns. Weiter, 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 weiter. Oh, hier ist auch nochmal eine Truppe. Und dann können wir jetzt auch das kanadische Hauptquartier weiterziehen, würde ich mal sagen. Ihr kriegt nochmal Notversorgung. Und dann bringen wir das nach Amiens. Was sagt denn die Versorgungslage? Ja, sieht gut aus. Den nehmen wir raus. Da müssen wir hier welche reinsetzen. Wir haben ja zwei zur Verfügung gerade. Passt also, einer da. Und hier drüben brauchen wir auch welche, ne? Hier unten sogar. Packen wir den hier rein. Erstmal. Schön zentral. Ich denke, ja, wir haben, wir haben Bombenangriffe über, aber keine Ziele in Sicht. Wir können auch nicht da, wo wir wissen, dass Einheiten sind, einfach blind Angriffe fahren lassen. Oh, und wir hätten die Option, tatsächlich hier rüber zu fahren und vielleicht Luxemburg abzuschneiden. Problem ist, dass auch unsere eigene Panzereinheit dann wegen der Kontrollzone kommen wir nicht drum rum. Ne? Dann sollten wir vielleicht die Brücke bei Namur sichern. So. Das heißt, die sind wieder nicht im Nachschub, aber da können wir nichts dran ändern. Da können wir nichts dran ändern. Ja, ich bin zufrieden mit dem Vorstoß soweit. Hier sind natürlich wieder irgendwie Einheiten aufgehalten, die Küste lang grasen, aber dass die Panzer hier vorne so stehen, wir stehen allerdings ziemlich dünn, also wenn nochmal ein Gegenangriff kommen sollte der Deutschen, dann sieht es doch recht schlecht aus für uns. Gucken wir mal, ob das passiert. Ja, Luftangriffe haben wir, können aber keine Ziele, Mensch. Können wir die auch nicht benutzen, ne? Bei Gent wurde eine Brücke zerstört, okay. Ja, die Brücken sind echt pain in the ass, wie man so schön sagt. Entschuldigt bitte. Wir kriegen die Brücke intakt. Dann sollten wir das mit der Einheit einnehmen. Und hier sind Panzergrenadiere. Jetzt ist das Ding, eigentlich müssen die hier hin, ne? Hier fließt immer noch kein Nachschub, weil wir hier die... Oh. Jetzt aber. Das wäre ja was geworden, wenn ich das nochmal übersehen hätte. Infanterie hier runter, die sind dann auch auf der Trasse. Ja, also hier ist jetzt Nachschub, das heißt, wir können mit denen eigentlich auch schon mal hier runterziehen, das ist okay. Das ist gut. Eins, eins. Gefällt mir nicht so richtig, ne? Die Brücke können wir reparieren.
lieber mit den Briten, die haben mehr Punkte dafür. Ich habe noch mal eine Brücke, können wir auch noch mal. Why not? Keine Einheiten in Reichweite, dann werden wir das auch direkt weiter nach vorne schieben. Und zwar hier mitten rein. Ja. Hoffentlich ist das auch nah genug an Luxemburg. Das hoffe ich jetzt mal. Auf nach Bologna, Männer! Nachdem wir nun die Brücke hier repariert haben, haben wir hier ein bisschen Freiraum für Bewegung. Und der Vorstoß Richtung Lille geht weiter, was wir auch überrennen und hier sogar den Angriff fortsetzen können. Und wir können uns sogar die Brücke sichern. Großartig. Haben die Gefangenen uns Informationen mitgeteilt? Nee, ich weiß nicht, ob die beiden jetzt vielleicht gerade hier bei Lüttich, das könnte sein. Ansonsten leider nichts. Hier ist noch Infanterie, die noch ziehen kann. Weiter geht's auch mit denen und mit den ganzen Einheiten, die sich hier zurückstauen. Leider kann dieses Hauptquartier halt die Truppen nicht motorisieren. Das wäre eigentlich perfekt gewesen. Huch, die können ja noch weiter. Kommt mal hierher. Okay. Was gibt's noch, was zu bedenken, was zu tun? Wir könnten hier angreifen. Wir versuchen es mal mit den Bombern. Das sieht erfolgreich aus. Mensch, manchmal passiert da überhaupt nichts. Manchmal hat man echt Glück und kann richtig was unterdrücken. Der muss da stehen bleiben. Wir könnten den Gefangenen nehmen, aber der muss da stehen bleiben, um diese Brücke zu decken. Brücken sind so super wichtig für den Nachschub. 1, 2. Ist mir eigentlich zu riskant. Ich warte hier auf die nächsten Panzer, die zur Hilfe kommen. Und wir hätten noch einen LKW, den wir einsetzen können. Dann setzen wir den hier rein. Nehmen dafür den wieder raus. Die Einheiten kommen ja auch nach Norden. Das ist schon okay. Und dann passt das doch ganz gut, oder? Und mal gucken, ob wir Bologna nächste Runde, das mit dem Unterdrücken hat gut geklappt, nächste Runde einnehmen können. Ansonsten, wir hätten auch noch das Landungsfeuer. Ist vielleicht nicht das, was man jetzt unbedingt als erstes gleich einsetzen will, aber... So, hier reparieren wir nochmal eine Brücke. Wollen wir das Hauptquartier weiter nach vorne verlegen, nach Lille? Nee, ist mir noch zu riskant. Ist mir noch zu riskant, Leute. Also insgesamt sieht es aber gut aus. Also schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal, wie es hier weitergeht. Das war die Runde 6 von uns. Und ich bin gespannt, ob wir nochmal einen Gegenangriff der Deutschen sehen werden. Wir stehen kurz vor Lüttich, aber hier gibt es noch einige Einheiten. Richtung Luxemburg sind wir auch unterwegs. Da sollten wir die Infanterie vielleicht auch nochmal mit runterziehen. Die Panzerspitzen stoßen Richtung Antwerpen vor. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis dann, euer Jan.